Michael Pock, Umweltsprecher der NEOS. Unterstützt wird mit den Verhandlungen Herr Abgeordneter Michael Pock als Nächster. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Ich möchte hier zu diesem Tagesordnungspunkt in aller Kürze unsere Position zusammenfassen. Natürlich unterstützen wir diesen 6-Parteien-Antrag. Wir halten es für zentral, dass wir als eines jener europäischen Mitgliedstaaten, die eben auf Atomenergie bewusst verzichten, dass wir hier sowohl die Chance als auch die Verantwortung dadurch haben, ohne, wenn man das jetzt so salopp formulieren kann, ohne jetzt vor der eigenen Haustür kehren zu müssen, auf andere Mitgliedstaaten einwirken zu können, veraltete und unsichere Reaktoren frühzeitig vom Netz zu nehmen und generell den Ausbau der nachhaltigen und erneuerbaren Energieformen zu forcieren. Ich möchte aber auch dem Kollegen von den Freiheitlichen sagen, warum wir den ursprünglichen Antrag nicht mit unterstützen haben können. Und zwar, Sie haben bei Ihrem ursprünglichen Antrag auch gefordert, dass wir alle politischen und diplomatischen und rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen sollen, um die Forschung aus europäischen Mitteln zu unterbinden. Und da unterscheiden wir uns ganz stark, weil genau diese Forschung führt zu zwei wesentlichen Dingen. Das eine ist, dass die bestehende Technologie sicherer gemacht wird. Das bedeutet, wir können ja einen anderen Mitgliedstaat nicht dazu zwingen, dass er den Reaktor abschaltet. Wir können aber durchaus unterstützend einwirken, dass die Reaktoren wenigstens sicherer werden, wenn sie schon nicht abgedreht werden. Das wäre nicht möglich, wenn wir diese Forschung unterbinden. Der zweite Punkt ist, und da geht es jetzt nicht um die Kern- und Atomenergie in dem Sinne, wie wir sie verstehen, aber zur Technologie sage niemals nie. Es ist immer wichtig, Forschung voranzutreiben und zu wissen, in welchen Bereichen wir vielleicht für die Zukunft und für unsere Gesellschaft andere Formen der Anwendung finden können. Und deswegen wollen wir auch in diesem Bereich Forschung aus europäischen Mitteln nicht unterbinden. Im Allgemeinen finde ich, ist es ein guter Schritt, ein weiterer guter Schritt in die richtige Richtung. Österreichs Position als Anti-Atomkraftstaat innerhalb der europäischen Familie auszubauen. Und in diesem Sinne viel Glück uns allen. Danke. Michael Pock, Umweltsprecher der NEOS, spricht sich dagegen aus, die Forschung über Atomkraftwerke zu unterbinden. Denn durch Forschung könnte man AKW zumindest sicherer machen.